Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute kommen die Midas-Mission raus, beziehungsweise die Woche 9 Herausforderungen in Season 2. Dazu werde ich euch jetzt in diesem Video alle Lösungen zeigen. Wenn euch Videos hier auf dem Kanal gefallen und ihr mich auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo da. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort bin ich auch gerade, wenn dieses Video online kommt, live. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit der ersten Challenge. Und zwar müsst ihr an verschiedenen benannten Orten Truhen durchsuchen. Das heißt, alle Orte, die einfach Namen haben, das ist wie The Agency, Lazy Lake und so. Dann müsst ihr als nächste Challenge am besten dann auch noch in diesen Orten eine legendäre Truhe durchsuchen. Wichtig ist dabei, dass ihr die wirklich durchsucht. Ihr dürft die nicht ganz einfach abbauen, das zählt dann nämlich nicht. Da ist aber egal, ob ihr das in einem benannten Ort macht oder wo auch immer ihr das macht. Könnt ansonsten aber auch noch eine Vorratslieferung oder ein Lama durchsuchen. Alles müsst ihr nur einmal machen, also müsst eine von den drei Sachen machen. Als nächstes müsst ihr dann euch ein Scharfschützengewehr schnappen. Die befinden sich ja an den Shadow Außenposten oder an The Agency, The Rig, The Grotto, The Yard und The Shark. Dort kann man überall Silent Sniper finden. Und wenn ihr direkt eine Silent Sniper habt, könnt ihr die am besten auch noch auf eine legendäre Version upgraden. Dann macht ihr damit nämlich auch 100 Damage und ihr erfüllt damit auch direkt die nächste Challenge. 300 Schaden müsst ihr dann insgesamt mit dem Scharfschützengewehr machen. Als nächstes müsst ihr dann hier einmal nach Risky Reels gehen, wo ja hier die neuen Teddys sind. Und wie ich schon vermutet hatte gestern im Video, sind die tatsächlich für eine Challenge. Und zwar müsst ihr die insgesamt 100 Meter weit transportieren bzw. tragen. Könnt ihr auch einfach nur im Kreis machen, müsste eigentlich auch zählen, sonst geht ihr einfach einmal kurz raus, tragt das Ganze einmal und dann wird es auch angezeigt, wenn ihr die 100 Meter geschafft habt. Ansonsten macht euch einfach eine Markierung und auf 100 Meter eben halt und dann geht ihr einmal bis dahin. Dann habt ihr auch die Challenge fertig. Dann müsst ihr noch 5 EP-Münzen sammeln, gibt es ja eigentlich überall auf der Karte, kommen wöchentlich auch immer neue. Wenn ihr die ganzen legendären noch nicht eingesammelt habt, dann müsst ihr bei The Rig, The Grotto, The Shark und The Yard, glaube ich, überall noch eine goldene EP-Münze sein, jeweils im Tresor. Ansonsten sind die, wie gesagt, überall auf der Karte verteilt. Sollte man relativ gut welche finden können. Auch wenn ihr schon alle eingesammelt habt, kommen, glaube ich, mit dieser Woche dann nochmal extra Münzen dazu. Oder irgendwann kommen auf jeden Fall immer wieder neue Münzen dazu. Das heißt, es sollte auch immer möglich sein, welche zu finden. Dann müsst ihr als nächstes einem Passagier oder Pilot im Chopper Schaden hinzufügen, beziehungsweise ihr müsst dem Chopper Schaden hinzufügen, also einem Hubschrauber Schaden hinzufügen, währenddessen jemand da drin sitzt. Das heißt, geht einfach in eine ganz normale Runde Solo rein, Duo oder Teams, ist natürlich egal, und schießt einfach auf den Heli drauf. Ihr könnt auch versuchen, einfach auf den Pilot drin zu schießen. Irgendwann treffen ja auch welche Schüsse auf den Heli. Sollte auch relativ gut möglich sein. Ihr braucht auch nur 100 Damage, das heißt mit einer Scar wären das Ganze einfach 3 Shots. Sollte relativ gut möglich sein. Und dann müsst ihr als nächstes noch Midas goldenes Lama zwischen einem Schrottplatz, einer Tankstelle und einem Campingplatz finden. Die Tankstelle ist dieser Shadow-Unterschlupf hier. Alles natürlich östlich neben Francie Farm. Dann der Schrottplatz ist hier dieser Schrottplatz an dem Fluss hier. Und dann der Campingplatz befindet sich dort unten. Und dann genau in der Mitte befindet sich dieses Häuschen hier. Und wenn man dort unten reingeht, sollte sich dann Midas Stuhl genau an der Stelle über diesem Werkzeugkasten da drüber befinden. Wird jetzt immer noch nicht angezeigt, weil zu dem Aufnahmezeitpunkt hier die Challenges tatsächlich noch nicht verfügbar sind. Aber hier oben müsste dann tatsächlich das goldene Lama sein. Damit müsst ihr einfach einmal interagieren. Und dann habt ihr die Challenge fertig. Als nächstes müsst ihr noch einmal Operation Daten in Operation Matches spielen, das heißt in diesem Spiel der Spione. Zurzeit sind ja Knockout-Duos und Knockout-Teams drin. Wenn ihr einen Sieg holt, bekommt ihr ja schon 9, insgesamt braucht ihr 10, das heißt einmal einen Sieg und dann einmal einfach noch eine weitere Runde machen, dann habt ihr es ganz einfach. Sollte relativ gut möglich sein. Und als letztes müsst ihr noch goldene Überlebenskampf oder Plündermedaillen sammeln, insgesamt 3 Stück. Allerdings müsst ihr, glaube ich, nicht jeweils eine Überlebenskampf und Plündermedaille sammeln. Es reicht, glaube ich, auch, wenn er 3 Überlebensmedaillen oder so sammelt. Überlebensmedaillen sind eigentlich am leichtesten. Dafür braucht er lediglich Top 10.
sollte dementsprechend relativ gut möglich sein. Ansonsten in Operation Matches geht das auch mit Kampfmedaillen sehr, sehr gut. Dort macht man ja eigentlich immer locker mehr als 10 bzw. mehr als 20 Kills. Damit habt ihr das ganz, ganz easy schon. Das waren auch alle Challenges für diese Woche. Ich hoffe, euch hat dieses Video natürlich geholfen und gefallen. Schreibt mir gerne euer Feedback in die Kommentare und wie gesagt, schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und dann bis zum nächsten Video oder bis zum Stream. Ciao.